Frau Reinhardt, wir führen ein Gespräch für die Grünen. Wir freuen uns. Es gibt viel Kritik an der Landwirtschaft. Welche Punkte halten Sie für berechtigt? Wie jeder Branche passieren Fehler. Wie jeder Branche gibt es gute, mittlere und schlechtere Unternehmer. Das ist auch in der Landwirtschaft so. Und ich selber habe sicher auch schon Betriebe gesehen, die Verbesserungspotenzial hatten. Und da ist es auch richtig, wenn man dann kritisiert, das, was man heute machen kann, das Wissen, das man hat, das muss man umsetzen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist eine Kritik berechtigt. Was mir überhaupt nicht gefällt und ich auch nicht verstehe, muss ich sagen, ist die Pauschalisierung, einfach die Pauschalkritik, das Schwarz-Weiss-Denken. So ist es richtig und alles andere ist falsch. Nummer null, Pflanzenschutzmittel sind gut, alles andere ist schlecht. Das kann ich überhaupt nicht unterstützen und ich verstehe es auch nicht. Insbesondere verstehe ich es wissenschaftlich nicht. Es ist ja schon so, dass die Landwirtschaft einen relativ hohen Anteil zum Beispiel am CO2-Fußabdruck hat. Das sagt auch niemand, dass das nicht stimmt. Aber man muss sich doch auch immer fragen, warum? Warum hat sie das? Weil sie Lebensmittel produziert. Andere, die auch CO2-Fußabdruck hinterlassen, die machen das mit dem Privatverkehr, mit dem Freizeitvergnügen. Und mich wundert es immer wieder, warum das nicht auch stärker hinterfragt wird. Gibt es etwas, was Sie ganz konkret auch einem Landwirt draussen könnten sagen, da ist es wirklich wichtig, dass man heranschaut? Wir haben ja immer wieder jetzt in den Medien Berichte von Landwirten, die ihren Tieren ungenügend geschaut haben, sagen wir mal so. Also, und da gibt es natürlich überhaupt keine Toleranz, das geht nicht. Also, ich glaube, das muss Das höchste Gut des Landwirts ist eben auch das Leben, ist die lebende Pflanze, ist das lebende Tier. Und dem muss geschaut werden, das ist absolut inakzeptabel. Also Verstöße gegen das Tierschutzgesetz dürfen wir nicht akzeptieren. Dann, auch im Gespräch ist ja der Gewässerschutz sehr stark. Da habe ich auch schon gesehen, dass man einfach den Spritzbalken nicht abstellt, wenn man wendet. Und dann noch über ein Flüsschen hineinwendet. Und da muss ich auch sagen, Entschuldigung, das geht nicht. Also es sind kleine Sachen, die aber, wenn alle das richtig umsetzen würden, hätte man sehr wahrscheinlich auch schon einen Effekt. Und diese Sachen darf man kritisieren. Kritisiert wird ja häufig auch die Landwirtschaftspolitik. Wie nehmt ihr das wahr? Das finde ich ganz ein schwieriges Thema. Einerseits sind wir alle stolz darauf, dass wir eine Demokratie sind und dass die Gesetzesvorschläge sehr intensiv im Parlament diskutiert werden. In der Landwirtschaftspolitik diskutieren unglaublich viele Leute mit unglaublich vielen verschiedenen Interessen. Und am Schluss muss man ja vielleicht ehrlicherweise zugeben, dass die Politik oder die Agrarpolitik, die immer alle vier Jahre erneuert wird, das ist eigentlich der grösstmögliche gemeinsame Nenner. Und das ist gespickt von Einzelinteressen, wo man dann über irgendwelche Gründe eine Mehrheit hat gefunden im Parlament. Und das, denke ich, das sollte man können verbessern können, in dem Sinn, dass die Agrarpolitik ein System ist, das in sich stimmt, wo Teile der Politik sich nicht widersprechen, sondern wo man weiss, wenn man da dreht, dann dreht es auch da hin und jetzt müssen wir den bestmöglichen Weg finden, dass die Nebeneffekte nicht allzu stark werden. Ja. Also, das müsste eine gut gewählte Maschine sein, die, wenn man am einen Ende dreht, am anderen Ende wirklich den Leuten klar ist, da kommt etwas anderes raus. Ja, das ist eine Vision. Ich habe auch mal im Bundesamt für Gesundheit gearbeitet. Das ist viel einfacher, ein Gesundheitsgesetz zu machen. Natürlich auch seine Tücken und Hindernisse, das ist absolut klar. Aber ich habe einzig und allein den Mensch im Fokus und dass es einem Mensch gut geht und dass der gesund ist.
ein Umweltschutzgesetz. Einzig und allein die Umwelt im Fokus und der muss es gut gehen, ungeachtet Zielkonflikte in andere Bereiche hinein. Und die Landwirtschaft, wir sind, das Bundesamt für Landwirtschaft, ist eigentlich auch das einzige Amt im Bund, das so ein Systemdenken muss an den Tag legen, das in ganz verschiedene Bereiche reguliert. Das ist in die Umwelt, das ist in die Wirtschaft, das ist sogar in das Soziale mit der Bauernfamilie drin. Und das ist wirklich schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Aber eine tolle Herausforderung. Also, ich will überhaupt nicht jammern wegen dem, weil ich glaube, wir sind an einem Moment von der gesellschaftlichen Entwicklung, wo es schief läuft, wenn wir nicht immer das Gesamtsystem im Blick haben. Und als Leiterin von Agroskop sind Sie wirklich auch eines der Aushängeschild, auch von diesem Systemdenken. Das führt sicher auch zu Kritik. Wie gehen Sie mit deren um, auch an Ihnen persönlich? Ja, irgendwie muss man mit dem lernen leben. Ich probiere immer zu verstehen, warum der andere kritisiert. Es gibt viele NGOs, die müssen kritisieren, weil sie sind auf Gelder angewiesen, auf Mitglieder angewiesen. Und wenn man allzu ruhig ist, dann gibt es keine. Und ich probiere also immer irgendwo das System zu verstehen und den Grund, warum jemand Kritik übt. Und dann sind wir schon ziemlich einen grossen Schritt weiter. Weil dann tue ich für mich abschätzen, wie ich darauf reagiere. Wenn es rein politisch ist, dann bringt es mir nichts, wenn ich mit wissenschaftlichen Argumenten dagegen anhalte. Aber dann müssen wir so ehrlich sein und sagen, das ist jetzt ein politischer Akt und das müsst ihr für eure Stimmende oder eure Mitglieder so machen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Zugang, insbesondere nicht zu einer Forschungsanstalt. Aber wenn man es mega noch dahinter versteht, dann überlebt man das. Und das ist ja eine starke Kritik, die von außen kommt. Sie haben das Zukunftsprojekt angesprochen, das betrifft Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist ja sicher auch intern schwierig. Was hat Agroskop denn für intern für eine Kritikkultur? Wie geht man da miteinander um? Wenn natürlich ein Mitarbeiter jetzt in den letzten 10 Jahren immer wieder in der Situation war, wo er nicht sicher war, wie es weitergeht, habe ich das nächste Jahr oder in 2 Jahren noch eine Stelle, wo ist die Stelle, wer ist mein Chef, dass dann ein innerer Widerstand kommt, verstehe ich. Auch, es hat niemand Freude, wenn man ihm sagt, er muss jetzt von der Region Zürich in die Region Nyon umziehen. Ich verstehe das, dass das ein unerwarteter, ganz starker Einschnitt auch ins Privatleben und in die Familie von diesen Mitarbeitenden sind. Und dass das eine gewisse Zeit braucht, bis man das geregelt hat auch. Wie gehe ich jetzt mit dieser Veränderung um? Das verstehe ich. Aber auch hier habe ich natürlich eine andere Sicht als der Mitarbeiter. Meine Aufgabe ist, Agroskop zu denken und Agroskop in eine erfolgreiche Zukunft hineinzuführen. Und der Mitarbeiter hat natürlich die Aufgabe, seine Arbeit bestmöglich zu machen und das mit seinem Familienleben noch zu vereinbaren. Also hier auch, es gibt verschiedene Sichtweisen und aus diesen verschiedenen Sichtweisen ist es klar, dass man nicht immer die gleichen Meinungen vertritt oder kann vertreten, aber wir müssen einfach gegenseitig viel reden miteinander und nach Möglichkeiten suchen, dass es Win-Win-Situationen gibt.